Heute hat das Wetter gepasst und da habe ich den Rucksack genommen und bin etwas gewandert um Erfurt herum. Leute, die Zeit ist reif für den Aufbau. Heute beginne ich nun planmäßig mit der Frontkniebeuge und dann folgen auch Nebenübungen wie Schwünge, Nackenheben und natürlich der Rückenstrecker, der darf auch nicht fehlen. Ich bin also wieder im Aufbaumodus, mache vorsichtig, höre auf meine Schulter und ich werde sehen, wie sich dann der Fortschritt und die ganze Entwicklung mit meiner Schulter sich auszeichnet. Ja, und dann hoffen wir, dass ich dann im Bankdrücken, wenn wieder alles geöffnet ist, im Mai durchziehen kann. Freunde, ich wünsche wieder viel Spaß bei meinem neuen Video. Drückt mir den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt mir einfach nette Zeilen. Ihr könnt mich natürlich auch abonnieren. Und dann wisst ihr nämlich immer das Neueste vom Uwe. Recht einfach, wenn ich jetzt gleich wieder anfangen würde, wie damals vor der OP und bei regelmäßigem Training, würde ich ganz einfach mit den Gewichten zusammenklappen. Ich kann nicht auf Anhieb hier wieder auf 90, 100, 110 Kilo Frontkniebeuge umsteigen. Das funktioniert nicht. Dazu haue ich mir nur noch die Knochen langsam und gediegen und der Rest bleibt liegen, was ich fertig wird. Das wird morgen. Leute, weiter geht's, meine Pausen sind recht kurz mit 2-3 Minuten und dann geht's dann auch wieder in den nächsten Satz rein. Damals im Mai meine Poweranlage hier nicht gebaut, hätte ich heute gar nichts gehabt. Da hätte ich nur noch hier meine Gorilla-Handel, die paar Scheiben und das wäre es gewesen. Ja, so kam mir dann die geniale Idee damals, weit vor einem Jahr, und heute profitiere ich davon. Alle haben sie mich ausgelacht, was hast du dafür einen Scheiß zusammengebaut, kauf doch was Besseres aus dem Katalog. Ja, die Kataloge, die haben zwar alles gehabt, aber die konnten nicht alle liefern, weil alle auf einmal die Idee hatten, ich hole mir jetzt so ein Powergerät fürs Bankdrücken, für Kniebeuge, für was weiß ich alles. Und dann haben die natürlich Lieferschwierigkeiten gehabt, bis zu 6-8 Monate. Und ich bin im Baumarkt gegangen, 12 Meter lange Sechskanthölzer geholt, noch 80 Kilo Beton und dann habe ich mir das Ding zusammengebaut. Ja, man muss sich halt nur zu helfen wissen.
im Programm drin, weil es ist ja nichts mehr vorhanden. Durch die OP und durch den ewigen Stillstand wegen der Schulter ist das natürlich alles weg so. Und deswegen muss das wieder mit reingenommen werden, dass die Muskulatur aktiviert wird und damit sich wieder alles aufbauen und entwickeln kann. Denn wenn ich dann wieder regulär Kniebeuge mache, brauche ich auch den Nackenmuskel, damit die Hantel nicht auf der Wirbelsäule sitzt, sondern auf dem Kapuzenmuskel. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann habe ich Schmerzen bei der Kniebeuge. Das habe ich vorhin gemerkt, als ich hier Good Mornings gemacht habe. Die Hantel rutscht auf dem Knochen, das ist nicht angenehm. Und deswegen muss der Kleinkram mit reingenommen werden ins Programm, um wieder alles aufzubauen. Und das ist eben eine Sache, die wird jetzt bis Ende des Jahres durchgezogen und dann werde ich sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber ich denke mal, das wird sich wieder entwickeln, weil der Körper weiß, ich habe schon mal schwer trainiert und dann baut er sich auch wieder dementsprechend auf. Und das ist schon mal ein guter Pluspunkt.